الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد eine Ibadah, die von vielen Muslimen vernachlässigt wurde, weil Unachtsamkeit die Herzen beherrscht und der Lebenssprint ablenkt. Es ist die Anbetung des Nachsinnens und der Reflexion über das Reich der Himmel und der Erde. Wisst ihr, dass eines der Ursachen für den schwachen Iman das Missachten dieser Ibadah ist, dieser Handlung? Wenn du dein Geist und dein Auge über das Bilderbuch Gottes gleiten lässt, darüber nachsinnst und zur Erkenntnis kommst, wirst du einen Teil deines Glaubens aus dem Blindglauben zur Gewissheit führen. Es wird dein Herz mit neuer Kraft füllen, die sich ihre Wege in andere Formen der Anbetung bahnt. Deswegen nennt Allah Ta'ala das Gedenken und das Nachdenken an einer und der gleichen Stelle. Er sagt, die Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Gedenken. Und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe. Das tiefgründige Denken brachte sie eben zu diesem Aufschluss. Allah Ta'ala hat in diesem Vers drei Eigenschaften der muslimischen Persönlichkeit genannt. Drei Eigenschaften, die muslimische Persönlichkeit in sich haben sollte, die einen Muslim ausmacht. Das erste ist die Andacht Allahs, das Gedenken an Allah. Das zweite ist die Erkenntnis und das Nachsinnen und Nachdenken oder das Reflektieren. Und das dritte ist dann die Erkenntnis und Einsicht, die daraus folgt. Das Gedenken Allah Ta'ala ist eine herrliche Anbetung. Abdullah ibn Busr überliefert, dass ein Mann zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, O Gesandter Allahs, die Handlungsmöglichkeiten, die Handlungsvielfalt in der Scharia ist so groß oder ist zu viel für mich, ist zu viel. Nenne mir etwas, an das ich mich festklammern kann. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, lass deine Zunge nicht aufhören, Allahs zu gedenken. Nur hier ist ein wichtiger Punkt. Das Gedenken Allahs bedeutet nicht einfach nur die Zunge zu bewegen oder die Kügelchen in deiner Hand zu bewegen. Auch das Nachsinnen über Allahs beider Bücher, das Nachsinnen über Allahs beider Bücher zählt dazu. Das lesbare Buch, die Offenbarung, und das beobachtbare Buch, die Schöpfung. Daher sagten manche der Salaf, wie der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, und der Gefährte Abu Dharr, sie sagten, einige Momente nachsinnen, reflektieren, nachdenken, ist besser als eine Nacht im Gebet zu verbringen. Auch hat Allah Ta'ala mehrfach dazu im Koran aufgefordert, mehrfach zum Nachdenken und zum Reflektieren aufgefordert. Er sagt, haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Allah an Dingen erschaffen hat? Und dass ihre Frist vielleicht nahe gerückt ist, an welche Aussage nach dieser wollen sie denn sonst glauben? Und er sagt, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Er hat auch die lesbaren Zeichen mit den beobachtbaren Zeichen verknüpft. Er sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Bis es ihnen klar wird, dass es bezieht sich auf den Koran, bis ihnen klar wird, dass der Koran die Wahrheit ist. Das gesamte Thema hat auch eine Verbindung mit den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas, denn alles mit eingeschlossen der Geschöpfe entspringen seinen Namen und Eigenschaften. Und dazu greifen wir zu einem Beispiel. Der Name Allahs Al-Hakim. Al-Hakim, der Weise. Ein Name, der in Hülle und Fülle
im Koran vorkommen. Er sagt, er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihm, den König, den Heiligen, den Allmächtigen, den Allweisen. Dieser Name kann zwei Dinge bedeuten. Zu einem ist es der Weise, dem die vollkommene Weisheit eigen ist. Es bedeutet aber auch, und das ist der Punkt, der uns heute hier interessiert, es bedeutet auch derjenige, der alles präzise, höchst genau und perfekt, wie er es wollte, geschaffen hat. Der alles zweckgemäß und zielorientiert, zielgerichtet erschaffen hat. Dazu sagt Allah Ta'ala im Koran, der alles gut gemacht, was er erschafft. Hast du mal versucht, über diese Perfektion, diese Feinheit der Schöpfung nachzudenken? Diese Feinabstimmung in den Konstanten der Schöpfung wird von manchen modernen Wissenschaftlern als Feintuning bezeichnet oder nicht reduzierbare Komplexität. Ich gebe dir dafür ein paar wenige leichte Beispiele, die man nachverfolgen kann. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse, sodass für ihren größten Umfang am Äquator eine Geschwindigkeit von 1600 Kilometern in der Stunde errechnet wird. Nehmen wir an, sie würde sich nur mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern drehen, nicht mit 1600 Kilometern. Das hätte zur Folge, dass unsere Tage und Nächte zehnmal so lang wären, wie sie es jetzt sind. Die heiße Sommersonne würde an einem solchen Tag die ganze Vegetation verbrennen und in der langen Winternacht würde jeder Spross einfrieren. Die Sonne, die Quelle des Lebens, hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad Celsius. Und unsere Erde ist gerade weit genug von ihr entfernt, dass dieses, in Anführungsstrichen, ewige Feuer uns ausreichend, das heißt nicht zu viel und nicht zu wenig, erwärmt. Und es ist wunderbar beständig und hat sich im Laufe der Jahre so wenig verändert, dass das Leben, wie wir es kennen, überleben konnte. Wenn die Durchschnittstemperatur auf der Erde sich nur in einem einzigen Jahr um 25 Grad verändert, wäre alle Vegetation, alles Leben erstorben und damit der Mensch entweder verbrannt oder erfroren. Die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28 Kilometern in der Sekunde um die Sonne. Würde diese Geschwindigkeit vielleicht ein Drittel oder umgekehrt das Doppelte betragen, so wären wir entweder zu nah an der Sonne oder zu weit von ihr, sodass diese Art von Leben, wie wir sie kennen, gar nicht entstehen könnte. Die Erdachse ist in einem Winkel von 23 Grad zu ihrer Bahn geneigt. Das seht ihr an dieser Erdkugel. So wäre sie gerade. Der Pol wäre nach oben ausgerichtet, Nord- und Südpol. So steht sie aber in der Realität mit einer Neigung von 23 Grad. Und diese Neigung ist die Ursache für die Jahreszeiten, die wir kennen. Ohne diese Neigung wären die Pole in einem ewigen Dämmerlicht. Das verdunstende Wasser der Meere würde nach Norden und Süden zu den Polen ziehen und dort ganze Kontinente aus Eis aufbauen. Das Gewicht der unvorstellbaren Eismassen würde die Pole eindrücken, sodass die Erde sich am Äquator ausbauchen und womöglich bersten würde. Der Mond ist etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und die zweimal täglich wechselnden Gezeiten sind eine gewöhnliche und sanfte Erinnerung an seine Gegenwart. An manchen Orten steigt die Flut bis zu 20 Metern an und sogar die anscheinend so starre Erdkruste wird durch die Anziehungskraft des Mondes zweimal täglich um mehrere Zoll nach außen gebogen. Wir sind daran so gewöhnt, dass wir uns keinerlei Rechenschaft ablegen über die ungeheure Kraft, die die Fläche des Ozeans mehrere Meter hochhebt und die so stabil erscheinende Erdoberfläche krümmen kann. Wäre der Mond statt seiner beachtlichen Distanz vielleicht nur 80.000 Kilometer entfernt,
würden unsere Gezeiten ein ungeheures Ausmaß annehmen. Das Flachland aller Kontinente würde zweimal am Tag von einer so gewaltigen Wasserflut überströmt, dass bald sogar die Berge fortgeschwemmt wären und sich wahrscheinlich erst gar kein Kontinent aus der Tiefe hätte erheben können. Die Erde würde in allen Fugen krachen und die Luftströmungen würden täglich zu furchtbaren Stürmen anschwellen. Das sind Beispiele für das Feintuning, für die Feinabstimmung, die aus dem Namen Allahs Al-Hakim entspringt, der seine Geschöpfe präzise und genau abgestimmt erschafft. Nas'alullah an yaftaha uqulan lil fikr wa yuntiqa al-sunan bil dhikr wa an yulhimana rushdana. Allahumma saddid qutana wa anir bil iman qulubana. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma ansur al-muslimin al-uyghur min barathin al-sin. وأخصهم بالذكر لأن حالهم في خفاء. اللهم أصلح شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وخذ بنواصينا إلى الحق حيث كان ثم ردنا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.